Hallo Leute, ich soll Lanza Zoro, zurück mit Let's Play One Piece an, Moment, One Piece, Maburashino Grand Line Bokenki. Okay, ja, gut, den Namen habe ich immer noch drauf, obwohl es ein bisschen länger her ist, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Wir sind hier, ich habe nachgeschaut, ich habe nicht die Fillerfolge gefunden, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Weil eigentlich ist es keine Fillerfolge in dem normalen historischen Kontext, soweit ich weiß. Und, ja, ist komisch auf jeden Fall. Wir sind hier auf jeden Fall mit dem hier. Ah! Das war der laute kleine Junge. Was schreist du denn so rum, du kleine Bratze? Hahaha, so war ich früher auch. So habe ich auch gebrüllt, als ich mir mit dem Messer völlig selbstlos einen Schlitz unter das Auge geritzt habe. Wer ist der, was? Nein, was denn? Ihr seid gerade gegen einen Felsen gefahren! Ah, warum sagst du das nicht vorher? Ja, die Ausdrücke passen gerade relativ gut dazu, das finde ich cool. Ah. Weiß ich auch nicht! Mach was! Achso, ja. Was ist das denn? Wollen wir die Kanone abfeuern? Ah, die habe ich von meinem Taschengeld gekauft! Nicht irgendwie geklaut oder so, weil ich kein Taschengeld dafür hatte, was genügend war, weil normale Leute nicht genügend Taschengeld haben für so. Egal. Aber du darfst sie nicht feuern. Schade. Ja, wenn du es trotzdem versuchst, was ich deinem Gesichtsausdruck entnehme, dann schlitze ich dich auf mit meinem Schwert, was ich auf dem Rücken habe. Ich glaube, der kleine Junge hat echt ein Schwert auf dem Rücken, oder? Sieht man auf das Bild, ich glaube schon. Du bist ein gefährlicher kleiner Junge. Hey, was ist das denn, ein Greifarm? Ja, der hilft mir dazu, Schätze zu bergen. Mhm, Schätze also. Was denn zum Beispiel? Teufelsfrüchte? Ja, die sind doch auch immer in Schatztruhen, seltsamerweise. Oder zumindest waren sie, sind sie das ab und zu mal. Eigentlich nur einmal, und zwar bei der Gum-Gum-Frucht. Egal. Andere Leute haben bestimmt auch schon welche in Schatztruhen gefunden. Ich meine, das ist ein gutes Versteck, da fallen die nicht so auf. Mit ihren gekringelten... Also ich meine, die erkennt man relativ leicht. Egal. Nein! Bisher habe ich nur einen alten Stiefel und ein paar rostige Münzen gefunden. Naja, jedem das seine. Ja, das ist mein Schatz. Dieser Stiefel ist mein Heiliger. Ach, egal. Ja gut, dann auf neue Abenteuer finden. Vielleicht finden wir das One Piece. Nein, ich denke nicht, dass das einfach so im Ozean ist. Selbst wenn es auf Unicorn ist, was ich auch glaube, dann wird es auch kein normaler Schatz sein. Das ist ganz klar. Entweder ist es so voll enttäuschend, so was viele denken, dass es einfach nur so ein Zettel ist und da steht so drauf: Yo Leute, ihr habt bisher ein tolles Abenteuer erlebt, diese Freundschaft, das ist toll. Das wäre cool, wenn Blackbeard diesen Zettel fände, anstatt Ruffy. Aber naja. Weil dann den würde es richtig ärgern. Oder es ist einfach eine übelste Macht nochmal. Aber Blackbeard ist sowieso machtvoll genug, von daher. Aber das wäre natürlich dann langweilig für ihn. Es wird auch wahrscheinlich so sein, dass Ruffy am Ende voll gelangweilt ist, weil er keinen Traum mehr hat. Nee, glaube ich nicht. Er ist dann den ganzen Tag froh. Nee, egal. Ja! Was hast du gesagt? Hab nicht zugehört, hab geschlafen. Ich habe gesagt, dass wir loslegen. Auf, ablegen, meine ich. Oder so. Was? Ich habe Screen Capture ausgewählt? Wie denn das? Mit diesem Programm irgendwie. Egal. Ja, was ist denn jetzt? Warum sitzen wir hier an diesem Tisch und wieso hat dieser Junge eigentlich diese komische Fischfrisur? Sieht doch echt so komisch aus, als wäre es so ein Fisch. Ein zackiger. Egal. Es ist, er hat einfach eine seltsame Frisur. Ja, also worum geht es? Ich weiß es nicht. Ich spreche mit zugeschnittenen Zähnen, das ist schwierig. Ah, ich auch. Aber bei mir geht es besser, weil ich die Zähne so ein bisschen zur Seite habe. Egal. Können wir eigentlich mal zur... Können wir eigentlich mal richtig zur Story gehen? Wieso haben wir alle die Zähne zusammengekniffen? Das ist schwierig. Und Vivi ist tatsächlich dabei, nicht zu fasten. Ich dachte schon, die hätten die aus der Fehlerfolge rausgenommen. Aber vielleicht ist das was Spieleigenes. Ja, da bin ich mir sicher. Usopp Soft hat das so entwickelt. Ja, okay, wenn ihr meint, dann schließe ich mich da mal an. Aber warum haben wir alle die Zähne zusammengekniffen? Ja, ich bin ein totaler Method-Actor. Ich mach das hier genauso, wie die da so aussehen. Ah, das ist los, nein, nein. Nein, das ist schwierig. Ja, worum geht's jetzt eigentlich in dieser Geschichte? Ja, ich weiß es auch nicht.
In dieser Geschichte geht es um mein Leben und es ist auf jeden Fall eine Filler-Folge oder sowas, weil eigentlich in Filler-Folgen immer kleine Kinder vorkommen. Immer! Immer! Jedes Ver... Naja. Ich kann mal gerade alle One-Piece-Filme durchgehen, Moment. Ich habe ja die ganzen Poster an der Wand. Also, wir haben... Okay, mal abgesehen vom Chopper und vom Vivi-Film, da dürften eigentlich keine kleinen Kinder dabei sein. Weil die sind sowieso nur der Story nachempfunden, das zählt aber auch nicht. Aber die ganzen Filme, die so fillermäßig aufgebaut sind. Da haben wir den ersten One-Piece-Film. Da ist dieser, kleine, Sohn, dieser kleine Junge von diesem... Der jetzt so einen Opa hat noch, der irgendwie immer Essen macht und das hat Ruffy nicht bezahlt. Egal. Also da ist einer dabei. Im zweiten Teil ist einer dabei, das ist auch der mit seinem anderen großen Bruder und die sind irgendwie die kämpfenden Brüder oder so. Im dritten Teil... Schauen wir mal. Wo ist der denn hier? Dritter Film. Habe ich den nicht aufgehangen, wie auch immer. Ach doch, klar, das ist der Chopper-Film. Ja, genau, das ist dieser kleine Mobambi, glaube ich, ne? Dieser Waldjunge, dessen Eltern irgendwann gestrandet sind. Ah, nee, es war sein Vater, egal. Der dritte Teil war eigentlich auch ganz cool. Dann im vierten Teil, das dürfte das Dead-End-Rennen sein. Dann haben wir diesen kleinen... Na, okay, das ist ein kleines Mädel. Kein Junge. Aber ich glaube, das... Ja, das ist egal eigentlich auch. In Film Z haben wir diesen ganz komischen, der immer so breit grinst wie Gabri. Naja, egal. Jedenfalls, es zieht sich das durch, da habe ich auf jeden Fall recht. Glaubt mir einfach, wir wollen jetzt weiter mit der Geschichte fortlegen. Aber welche Geschichte über... Genau, welche Geschichte? Ach ja, meine. Wie auch immer. Sanji, wo gehst du hin? Wer weiß, dass ich Sanji heiße? Weil ich weiß. Was ist das? Das ist ein Lockport. Kennst du sowas nicht? Ach so, klar, wusste ich. Habe ich in der Grand Line Schule gelernt, wo ich Pirat wurde. Wir haben nämlich eine Schule auf der Insel, wo wir Piraten werden. Dazu werden wir ausgebildet. Aha. Aha, Piraten werden. Nicht irgendwie was Nützliches? Oder so? Was für die Allgemeinwirtschaft? Wieso? Piraten sind doch was Nützliches. Stimmt, sonst hätten wir gar nicht so viel Spaß. Okay. Nein, Vivi lacht eigentlich gar nicht. Aber naja. Jedenfalls, dieser Lockport, der zeigt die Richtung an. Und ja, deswegen ist das schön. Und der hat sich jetzt aufgeladen, oder was? Oh, bald geht's hier auf zu einer Schlacht, glaube ich. Alter, Leute, ich kann diese Story nicht mehr ab. Das geht ja mal gar nicht. Warum geht das nicht voran? So, ich habe Essen gemacht. Yay, da habe ich was essen. Nein, nur für Nami. Scheiße! Ja, ich muss zwar eigentlich mein Land retten, aber warum nicht einmal so ein bisschen Verschnaufpause, nicht wahr? Genau. So kleine Jungen wie dich kenne ich. Du bist genau wie Corsa. Wer ist Corsa? Wer ist denn Corsa, Vivi? Ich dachte, wir zwei wären ein Paar. Und Corsa und du warst du etwa diejenige, die auf mich gecheatet hat? Ach, scheiße. Ich kann gerade kein Deutsch, weil ich so viel Englisch in letzter Zeit gehört habe. Aber ich kann auch kein Englisch, weil ich so viel Deutsch rede. Unfassbar, was? Was für das Das war mit Abstand das dümmste Kapitel, was ich jemals... Wollte ich ja... Aber ich bin froh, okay. Was zur... Wieso kann ich es nicht auswählen? Geht's weiter? Das ist unfassbar. Hä? Hatten wir das nicht schon längst mit Laboom? Aber jetzt gehen sie da nochmal von der Seite hin. Aber warum? Irgendwas ist ganz komisch hier. Warte, dich ersetze ich mal durch Sanji. Moment, wo ist Sanji? Sanjis Zeichen ist das. Nein, verdammt. Sanji? Besser.
Das ist Vivi, okay. Was ist denn das Zeichen für Sanji? Ach, das, okay. Was ist das? Chopper, okay. Moment mal, Chopper wird dann hier hinten hin. Komm, genau mit Lissop, der hier ist. Und Vivi ist schwach, deswegen wird sie ersetzt durch Sanji. Okay, wunderbar. Aber was war das? Haben sie jetzt die Grand Line einmal umsegelt und kommt zu Laboom zurück, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Na, Laboom! Po! Er sagt, dass es ihm gut geht. Po! Moment, ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl. Okay, das geht nicht. Ja, Simons das Battle, scheiß drauf, ey. Wie kommt er auf mein Schiff? Moment. Wieso können die denn alle nicht weglaufen? Sind die dumm? Oder war das gar nicht die Weglauftaste? Eigentlich müsste sie gewesen sein. Ach, scheiß drauf, komm. Bring die alle um, zack. Na, dann schlachtet er sie halt so ab. Ja, alle ausgewichen, Ruffy, du bist so ein Held. So, bist du eingeschlafen? Willst du mich verarschen? Nein! Ah, oh, wir haben so viel gefeiert. Yay, yeah, die Musik ist wunderschön. Ah, tatsächlich, okay. Hier können wir jetzt auch hin. Können wir nochmal mit Krokus reden oder so? Was machen wir hier überhaupt? So, jetzt haben wir offenbar die Grand Line einmal umsegelt und sind nochmal zurückgekommen. Oder irgendwas ist sehr fatal schiefgelaufen. Ah, eine Blume. Chopper, deine Stimme hat sich verändert. Wie ging das? Wenn ich eine Blume sehe, verändert sich meine Stimme. Und außerdem ab Episode 295. Na egal. Jo, Leute. Ich bin's wieder, der Krokus. Ich hatte auch noch eine andere Stimme, glaube ich, ne? Hat er wahrscheinlich. Na, wie geht das? Ne. Wie geht es euch? Der hat eine ganz andere Stimme, aber egal, ich erinnere mich nicht. Ich darf das nicht so ernst nehmen. Dieses Spiel ist totaler Crap irgendwie. Um mal wieder einen Anglizismus zu wählen, der mir eigentlich gar nicht gefällt. Nee, wie er guckt, als hätte er gerade irgendwie an Blumen geschnüffelt. Ach so, an seinen Haaren. Ich mag den Geruch von meinen Haaren übrigens. Egal. Wie, mit dem Scheißteil habt ihr die Grand Line umsegelt? Ah nee, genau, sie müssen erst Vivis Heimatland noch retten. Von daher glaube ich nicht, dass sie schon die Grand Line umsegelt haben, wenn Vivi immer noch dabei ist. Ja, hallo, ich bin die neue Person hier in der Crew. Wirklich, ich muss sagen, Vivi gefällt mir, zumindest in dem Outfit mit Pferdeschwanz und allem, gefällt mir von allen Charakterinnen am liebsten. Am besten. Weil sie einfach so, weiß nicht, besser ist noch. Vivi mochte ich immer, die war nett. Die hat sich um andere gekümmert und alles. Die war zwar ein bisschen nervig, als sie immer gefaselt hat von ihrem Land und allem, aber sie war doch sehr freundlich und lustig waren die Geschichten mit ihr auch immer. Und okay, das ist typisch One Piece, aber jetzt geht's hier weiter, oder wie? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das Spiel funktioniert, aber naja. Ups. Hab gerade eine Taste gedrückt, die nicht richtig war. Okay. Jetzt sind wir wieder in Whiskey Peak, okay. Haben wir tatsächlich schon alles fertig? Das kann doch nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Irgendwie. Na, Miss Monday, wie geht's Ihnen? Ja, ich bin Miss Monday und mir geht es gut. Wie geht es dir, Prinzessin Vivi? Ich habe gehört, du bist eine Prinzessin und machst was gegen unsere Firma. Das kann ich doch nur unterstützen. Okay. Hier hinten muss dann irgendwo auch sein. Also ich glaube, man kann jetzt alle Inseln erkunden. Komplett. Wie auch immer. Was ist das denn? Kenn ich den Turm? Hey, hier waren wir noch nie. Ja, dieser Turm, der,
ist ein Turm. Ich weiß es nicht. So sieht ein bisschen aus wie das Kolosseum von Whiskey Peak. Was auch immer das sein soll. Darf ich mich dir nicht nähern? Auch ihr seid Asis. Nein. Warum? Nein. Lass uns abhauen. Yay. Ich komme immer wieder zurück, aber ich werde dich aufgeben. Ich habe keine Lust, gegen diese Schwachmaten zu kämpfen. Es dauert zwar auch nicht viel länger, als wenn ich mich weglaufen versuche, es wegzulaufen. Aber ich will auch keine EP verlieren und alles. Es ist nervig. Keine AP, meine ich. Komm jetzt aber! Seht ihr, wenn Zorro mal was anpackt richtig, dann geht das auch. Aber irgendwie ist das alles nix. Hier ist auch nichts los. Was da mit Screen Capture immer steht, verstehe ich auch nicht, weil Fraps hat damit eigentlich nichts zu tun, dass das da so steht. Ist ganz komisch. Naja. Hier schon wieder. Ich glaube immer, wenn ich X drücke oder wenn ich C drücke. Nee, wenn ich X drücke. Was ein Scheiß. Wer hat das denn darauf gestellt? Moment. Das ändere ich kurz. Ah. Nein, es ist eine Screenshot-Aufnahme, die ist mit nach unten. So ein Dreck. Okay, mit P jetzt. Besser. Ah, hier ist er, der Kerl. Den wollten wir noch finden. Und dann können wir wahrscheinlich weiterreisen, ne? Na, wie geht es euch? Ha! Ah, Mr. Nein, wie geht's dir? Ja, wir fragen uns immer nur, wie es uns geht. Das ist eigentlich auch das Wichtigste. Da würde zwar nie jemand was anderes als gut drauf antworten, aber Smalltalk muss sein. Oder so. Ach, egal. Ja, und das ist jetzt hier, das Spiel scheint irgendwie zu Ende zu sein. Ja, richtig. Ich glaube, wir können jetzt nochmal auf alle Inseln. Stimmst du mir da nicht zu? Fragezeichen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so scheint es wirklich. Darf ich mitkommen? Nein. Weil du hässlich bist. Auch Mano. Dann bleibe ich hier und habe ein Kind mit Miss Monday in 2 Jahren. Ist das gut? Und einen ganz hässlichen langen Bart. Spoiler. Huch, das klingt ja grausam. Werde ich dann vielleicht schon Königin sein? Wer weiß. Oh, naja. Und mein Vater wird wahrscheinlich uralt plötzlich sein und irgendwie, ist ganz komisch, ne? Dass er dann irgendwie nach 2 Jahren schon komplett grau überall Haare hat, naja. Aha, ist das so? Ja, du solltest mal die Cover von den neuesten Chapters lesen. Die ist ja noch gar nicht erschienen. Ach, egal. Jetzt komm. Ich kann nichts anfangen mit diesem ganzen Zeug hier. Ja, und das da drüben, das ist ein Turm, der gebaut wurde zu Ehren der 1000 Monster, die Zorro erledigt hat. Bestimmt. Ja. Ah, verstehe. Ja, erinnerst du dich? Ah ja, stimmt, Zorro hat alle aufgeschlitzt und ich wollte ihn dann verprügeln. Ha, das waren noch lustige Zeiten. Also ich wäre wirklich dem Spiel dankbar, wenn es jetzt zu Ende wäre. Spiel, ich bin dir nicht dankbar. Aber ich weiß jetzt nicht, warum man jetzt hier überall hin kann und muss. Es wirkt auf mich so ein bisschen komisch. Aber gut, ich kann auch kein Japanisch. Was erwarte ich da denn bitte auch? Ich mach mal ein Safe State. Das ist alles nix hier. Und jetzt ist Kolosseum. So, ist rein. Ja gut, jetzt darfst du. Aber Ruffy, nein. Oh. Hinein. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber ist egal. Ah, ein Drachenturm. Sie haben eine Filler-Folge eingebaut. In die Original-One-Piece-Story. Ich werde euch umbringen, ihr Dreckschweine. Ihr könnt da nicht die Original-Story mit eurem Filler-Scheiß... Okay, die Filler-Folge mit dem Drache ist eigentlich zwar in Ordnung. Nee, der Drache an sich ist in Ordnung, weil er irgendwie auch so gezeichnet ist wie in One-Piece. Nee, doch nicht.
Egal. Nee, die Filler-Folgen hatten sogar was, aber die sind trotzdem blöd gewesen. Und die Original-Story lasse ich einfach nicht anfassen. Das gibt's doch nicht. Schreckt ihr denn vor gar nichts zurück? Ja, hallo, ich wollte mich auch nochmal verabschieden. Ich bin diese nutzlose Nebencharaktere. Darf ich nicht essen? Nein. Warum nicht? Schmeckt sicher lecker, gebraten. Ah. Ruffy hat mich geschlagen. Na warte, du dumme Schlampe. Ich prügel dich in den Boden. Ah. Ruffy, meinst du nicht, dass du ein bisschen überreagierst? Genau, was hat sie dir denn getan? Nur weil ich die Originalfolge verunstaltet habe. Ach, dieses Spiel hat sowieso die ganze Serie verunstaltet. Du kannst da gar nichts mehr kaputt machen. Okay. Ich kämpfe jetzt gegen den Drachen, aus irgendeinem Grund. Ja. Habe ich jetzt ausgewählt, dass ich gegen den Drachen kämpfen möchte? Natürlich möchte ich das. Ah nein, möchte ich doch nicht. Nein, ich möchte nicht nach Warship Island reisen. Ich möchte nicht nach Warship Island reisen. Nein. Warship Island, das könnte so ein Name von Rüdiger für die Insel sein, aber die heißt ja wirklich so. Warship? Naja. Ach du Scheiße. Nein. Verschont mich bitte. Ist das Hammond? Nee, das ist nicht Hammond, oder? Sieht aber so aus. Na egal. Ach, so ein Scheiß. Ich komme nicht klar. Okay, bis zum nächsten Part. Ciao, das ist doch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich irgendwie... Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Irgendwie ist es total aus dem Ruder gelaufen. Ich fand ja vorher schon komisch, wenn sie kleinste Sachen an der Story geändert haben oder wenn sie Filler-Folgen gezeigt haben. Aber was jetzt hier abgeht, das geht gar nicht. Das geht total durch alles durch. Wieso sind jetzt Fischmenschen auf Warship Island? Warum? Egal, machen wir im nächsten Part. Der Part heißt dann wahrscheinlich auch so Fischmenschen auf Warship Island. Tschüss, bis dann, euer Cicero. Ja, ich bin müde. Ist ja auch schon spät. Ist ja schon 22:30 Uhr oder so. Ja, tschüss. Nacht.